mit Drogengeld finanzieren. Und dann hat er vergessen, den Film überhaupt zu drehen. Er hat ihn gedreht. War richtig schlecht. So, herzlich willkommen zurück zu Battlefield Hardline. Wir fahren jetzt nochmal zu dem Ding. Da waren wir doch vorhin auch schon mal in der letzten Folge, oder? Da muss irgendwo was sein. Vielleicht da oben auf den Kisten. Komm hier mal nicht hoch. Ja, was hier drüben? Da ist auch nichts, oder? Fahren wir weiter. Also irgendwas ist da komisch an der Ecke hier. Schon wieder so ein Viech. Jetzt fahren wir unter Brücke durch. Wieso, wie groß sind eigentlich die Everglades? So ein riesiges Gebiet, oder? So, schauen wir mal hier, was ist. Chemikalienbehälter, okay. Okay. Gibt's hier noch mehr Beweismittel? Scheint nicht so. Dann weiter. Dann weiter. Da vorne ist ein Dock. Sehen wir uns das mal an. Bei dem Dock sollen wir uns anlegen. Schaut ja recht verlassen aus. Und da kann ich mir schon echt gut vorstellen, dass die früher viel geschmuggelt haben. Und es immer noch tun. Da ist aber nix. Radio. Dixie-Glöhle. Portago. Hm. Oh mein Gott. Oh Scheiße. Das ist Leo. Dawes hatte wohl recht. Er war in Gefahr. Warum ist er wieder zu Nerz? Ich gebe das durch. Hm. Hier tut sich auch nichts. Wir müssen weiter. Er bleibt hier. Sie haben den bestraft. Und auch noch schön ausgeleuchtet dabei. Gut. Jetzt haben wir das auch gesehen. Und sonst ist hier aber nichts, oder? Hat Dawes gesagt, warum er Leo gehen ließ? Dawes konnte ihn nicht aufhalten. Er hatte ja eigentlich nichts Illegales gemacht. Alligator. Alter. So, fahren wir mal weiter in die Richtung. Hey, Kyle. Ich muss dich mal was fragen. Was denn? Was mit dir und Tyson? Oh, da. Tja, hin und wieder haben wir als Frau halt ein Date. Du bist mit Tyson ausgegangen? Ich hab
habe ihn auf einer Party getroffen. Dann hatten wir ein Date. Okay, zwei richtige Dates. Warte, du hast einen Kokain-Dealer gedatet. Kokain-Broker. Wann wusste er, dass du ein Cop bist? Als ich rausfand, dass er ein Kokain-Broker war. Ob du es glaubst oder nicht, hat ein gutes Herz. Und jetzt? Keine Ahnung. Sehen wir uns das bei der Windmühle mal von oben an. Bei der Windmühle mal von oben? Komm mal da hoch überhaupt? Scanner. Irgendwas zwingen. Ich habe lediglich gesagt, ich gehe sonntags in die Kirche. Alarmanlage sehe ich aber keine im Moment. Das Treffen ist zu Ende. Und jetzt ziehen sie los. Los, näher ran. Schauen wir mal. Da läuft, glaube ich, einer in meine Richtung. Dreht sich um. Hände hoch! Mist. Weg. So. Weg. Brenn. Oh, ein Alligator im Wasser. Okay. Schön, wie er sich selbst verbrennt. Oh, den könnten wir mal eine AK nehmen. Wieso stellt die sich ja mitten im Weg rein, die Tante? So, den haben wir. Komm. Na super, dann können wir durch den Vorhang nicht schießen. Da ist noch einer. Zum Meer und zum Land. Oh. Verdammte Alligatoren. Faszinierend. Da drüben ist ein Sendemast. Sehen wir uns den mal an. Hey, komm, stell dich mal.
Das sind Nels Leute. Sprich mit ihnen. Tommy antwortet nicht. Los! Hey. Ja, ja, alles okay. Bin da. Scheiße, wer ist da? Antonio. Wo ist Tommy? Ja, der ist gerade kacken. Schön. Sag ihm, Nels will sich sofort mit ihm treffen. Okay, wo muss er hin? Tommy weiß schon, wo er hin muss, Antonio. Sag ihm, wir kommen. Nettes Telefonat. Hey, auf dem Handy war doch ein Treffen mit Nels. Er sagte, sie wollten nach... Das Miami Aquatic Stadion steht eine Weile leer. Da wollen sie sich treffen. Na, jedenfalls nicht hier. So, was gibt's denn hier noch? Mal ausrüsten. Achso, wir sind schon voll ausgerüstet. Das sind schon wieder welche, oder? Oh, die können wir so platt machen. Dann wollen wir mal los. Das Stadion ist südlich von hier. Festhalten! Mich würde es nicht wundern, wenn es plötzlich andere Boote auftauchen. So, und was wir in dem Stadion erleben, zeige ich euch im nachfolgenden Teil. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.